Kurz vor Handelsschluss ist es gestern nochmal ziemlich saftig nach unten gegangen an der Wall Street, weil man plötzlich die Hoffnungen doch ein bisschen runterdimmen musste auf diesen wundersamen Impfstoff, den Moderna gestern ja in Phase 1 Tests ins Spiel gebracht hatte. Dann hat sich herausgestellt, naja, ist doch alles ein bisschen dünn. Wer konnte das ahnen? Niemand konnte das ahnen, meine Damen und Herren. Dementsprechend ist es heute aber so, dass die Aktienmärkte wieder steigen. Die Gründe sind eigentlich nicht so wirklich ersichtlich, zumindest nicht irgendwie neu oder irgendwie in einer Dimension, wo man sagen könnte, okay, jetzt verstehe ich, warum die Aktienmärkte steigen. Der erste Grund ist Hoffnung auf ein baldiges Ende des Lockdowns, auch in den USA. Und der zweite Grund ist die Unterstützung der Notenbanken. Wie kann das anders sein? Die Fed, der Fed-Put, die Bank of Japan, die EZB, alle natürlich durchaus ja sportlich dabei. Aber das ist ja nichts Neues. Das war gestern Abend ja eigentlich auch schon anzunehmen, dass möglicherweise der Lockdown so Schritt für Schritt aufgelöst wird oder gelockert wird und dass die Zentralbanken den einen oder anderen Euro, Dollar, Yen oder was auch immer in die Märkte pumpen, ist jetzt auch keine spektakulär neue Erkenntnis. Aber, und jetzt kommt das Aber, jetzt sind die US-Indizes in Gestalt des Leitindex S&P 500 am Widerstand und da wird sich zeigen, was da passiert. Und ich habe heute einige Grafiken mitgebracht, die vielleicht ein paar Hintergründe zeigen, was derzeit da am Markt gespielt wird. Gespielt wird vor allem an den Märkten jetzt schon mal die V-Erholung. Hier sehen wir den Nasdaq. Da ist die V-Erholung schon längst der Fall. Also die Aktienmärkte haben sich V-mäßig erholt. Das ist ja dieses schnell runter, schnell wieder rauf. Die Grundannahme, die es hier gab. Inzwischen aber sieht man, dass es wohl nichts wird mit dem V bei der Konjunktur. Sehr wohl ist es aber etwas geworden beim Nasdaq, der nur, ich glaube, 2-2,5% jetzt unter seinem Allzeithoch steht. Warum auch nicht? Jedenfalls sehen wir jetzt diesen Widerstand hier im S&P 500. Da haben wir den ersten Widerstand überwunden. Das ist die 100-Tages-Linie. Also praktisch der 100-Tages-Durchschnitt bei 2968. Da haben wir lange geknabbert dran. Dann ging es weiter nach oben. Aber der nächste große, große Widerstand ist die Marke bei 3000 Punkten in etwa. Das ist psychologisch eine wichtige Marke. Psychologie spielt ja auch an der Börse gewissermaßen eine Rolle, wie Sie alle vielleicht wissen. Und zweitens ist es vor allem die 200-Tages-Linie, die da verläuft. Und diese 200-Tages-Linie, die ist für Profi-Investoren sehr, sehr wichtig, weil sie daran sehen, handelt ein Index unter der 200-Tages-Linie, dann ist das eigentlich ein Verkaufssignal. Handelt er darüber, dann ist es ein Kaufsignal. Dementsprechend geht es jetzt doch ein bisschen um die Wurst und wir sehen, dass da hier jetzt plötzlich die Situation eingetreten ist, dass wir zwar eine massiv steigende Arbeitslosigkeit in den USA haben, um und bei 36 Millionen, also so ein paar Leute hat es da kalt erwischt. Aber inzwischen ist es so, dass die Mehrheit der Arbeitslosen mehr Geld verdient als vorher in ihrem Job. Das ist ein ganz gemütliches Auskommen offenbar und das zeigt sich auch an den Finanzmärkten, wie ich gleich zeigen werde. Jedenfalls sehen wir diesen Hockeystick nach oben bei der Arbeitslosigkeit und den Hockeystick nach oben beim Leitindex S&P 500. Das ist hier erstaunlich zu konstatieren. Wir hatten ja gestern schon gesehen, die Umfrage der Bank of America, die ja die ganz großen Player befragt. Was macht ihr, was tut ihr, wie seht ihr die Märkte? Und da haben nur 10% gesagt, ja, ja, ich glaube an die V-Erholung, geht schnell runter, geht schnell wieder rauf und dann ist alles wieder schick. Nur 25% haben gesagt, das ist ein Bullenmarkt, die meisten sind da ein bisschen skeptischer. Warum aber steigen dann die Kurse? Nun ja, da kommt das alte Argument, Tina, there is no alternative, die Notenbanken, der monetäre Faktor, die werden es richten und natürlich der Lockdown wird bald aufgehoben, inshallah. Also das sind die Motive, die derzeit wohl hinter dieser Rallye stehen. Nun ist es so, dass die Privatinvestoren in den USA scheinbar sehr, sehr skeptisch sind gegenüber dieser Rallye. Da war laut letzter Umfrage, die dann am Donnerstag ja immer veröffentlicht wird, deutscher Zeit, Mittwochnacht oder Mittwochspätabends amerikanischer Zeit. Da sehen wir, dass 50,6% bearish sind dieser Privatanleger. Das ist historisch ein sehr, sehr hoher Wert. Normalerweise sind es so, naja, 30-31% im Durchschnitt. Also ist es praktisch die negative Stimmung, die die Kurse nach oben treibt oder doch etwas anders? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir sehen nämlich, dass die Stimmung gar nicht so negativ ist, denn eben diese Privatanleger, die sind long mit Optionen wie noch nie seit der Finanzkrise, sogar noch ein bisschen mehr als kurz vor Ausbruch der Corona-Krise. Das zeigt also, so viel Pessimismus kann da nicht sein, wenn die alle auf der Long-Seite stehen und der Optionsmarkt wird immer wichtiger.
weil sozusagen die Aktienzahl gar nicht so groß ist. Da spielt man dann gerne über Optionen. Da kann ich unendlich praktisch die Optionen vermehren, was ich bei den Aktien ja nicht kann. Jedenfalls sehen wir, dass hier extreme Wetten auf weiter steigende Kurse der Fall sind. Und wir sehen auch, dass die amerikanischen Privatinvestoren massiv hier Konten eröffnet haben bei den drei großen Brokern Charles Schwab, E-Trade und TD Ameritrade. Und wenn ein amerikanischer Privatinvestor ein Konto eröffnet, dann wird er wahrscheinlich nicht sofort short gehen, sondern der wird Aktien kaufen. Der wird sie halten in der Hoffnung, die steigen. Viele machen das wohl auch, weil sie denken, jetzt bin ich gerade mal arbeitslos geworden, jetzt habe ich sogar Zeit. Jetzt gucke ich mal an die Aktienmärkte und die sind ja ziemlich robust. Das wird nach oben gehen. Das hatte ja kürzlich auch die Umfrage der Fed gezeigt, wo über 50% der Befragten gesagt hatten, ja, in einem Jahr werden die Aktienkurse höher stehen. Das ist der höchste Wert seit Jahren. Also von Pessimismus nicht wirklich die Rede. Wir sehen also einen Unterschied zwischen dem, was die Leute in den Umfragen erzählen, die amerikanischen Privatinvestoren, und wir sehen einen Unterschied zu dem, was sie dann faktisch tun. Und das gilt wohl auch für die großen Player am Markt, die zwar sagen, V-Erholung glaube ich nicht, Bärenmarkt-Rallye, ja, glaube, das ist eine Bärenmarkt-Rallye, aber trotzdem long positioniert sind. Das ist zu konstatieren. Jetzt schauen wir uns mal an, natürlich der Grund dafür ist, dass dieser Stimulus weltweit gesehen natürlich riesig ist. Wir sehen das erste Mal jetzt seit 5379 Jahren, dass die Zinsen nach der Finanzkrise negativ sind. Das heißt, global gesehen bei den wichtigen Notenbanken haben wir jetzt praktisch Nullzins oder sogar leicht negativen Zins, weil einige Notenbanken wie die EZB ja einen Negativzins haben. Wir sehen, dass die ausländischen Investoren jetzt verstärkt auch in den amerikanischen Aktienmarkt eingestiegen sind. Hier die rote Linie im Chart, während man Treasuries, also Anleihen, Staatsanleihen aus den USA verkauft hat. Man hat aber nicht wirklich Unternehmensanleihen aus den USA verkauft, weil man sich gesagt hat, ja, die Fed, die wird alles retten. Die hat doch gesagt, sie kauft Junk Bonds, also Unternehmensanleihen mit äußerst fragwürdiger Bonität. Dementsprechend ist man da mutiger. Auch die ausländischen Investoren sind also netto long. Apropos Zombie-Firmen, hatte ich ja gestern zum Titel gemacht im Marktgeflüster, die Rallye der Zombies. Die haben sich ja deutlich besser entwickelt als etwa der S&P und andere US-Indizes. 18% stärker noch die Erholung dieser Zombies. Und in diesen Zombies, die meistens im industriellen Bereich in den USA der Fall sind, da arbeiten derzeit 2,2 Millionen Menschen. Da wird nicht Geld abgezogen aus diesen Zombie-Firmen, wohl aber aus den Emerging Markets. Und hier sehen Sie, dass vor allem aus Saudi-Arabien Geld abgezogen wurde. Kein Wunder, muss man sagen, fallender Ölpreis. Die Saudis mit ihrer Kostenstruktur natürlich nicht gerade gut aufgestellt. Aus Brasilien wird massiv Geld abgezogen, aus Indien, die ja praktisch noch im kompletten Lockdown sind. Auch aus China, hatte ich gestern schon gesagt, aber auch Thailand, Mexiko, Kuwait. Also es geht raus aus den Emerging Markets, das Geld. Und das ist normal jetzt nicht unbedingt so der Vorbote für eine konstante Rallye eigentlich. Und in Sachen Zombie-Firmen vielleicht nochmal zurückkehrend. Ich hatte Tesla ja als Zombie-Firma bezeichnet, die praktisch, naja, so eine Art Ponzi-Schema aufgebaut hat. Und Dirk Schumanns hat das heute nochmal ein bisschen aufgegriffen. Warum ist Tesla ein Ponzi-Schema? Nun, deshalb, weil man zum Beispiel hier wahnsinnig viele Tricks macht mit der Bilanz. Da versucht man zum Beispiel regelmäßig zum Ende der Quartalssaison, also dann, wenn man die Zahlen vorlegen muss, plötzlich den Cashbestand so massiv zu erhöhen, sodass das aussieht, oh, guck mal, die haben doch richtig viel Cash. Gleichzeitig versucht man dann ans Ende des Quartals auch die ganzen Fahrzeugverkäufe zu legen, um eben zu sagen, guck mal, wir haben einen Wahnsinnsaufwärtstrend, der jetzt gleich ins nächste Quartal reingeht. Da wird wahnsinnig viel Schmuh betrieben und vor allem, das ist sehr erstaunlich, während deutsche Autobauer, fast alle Autobauer der Welt, sehr genau ausweisen, welche Fahrzeuge habe ich von welchem Typ verkauft, in welcher Stückzahl, also relativ transparent sind, ist das bei Tesla überhaupt nicht der Fall. Da wissen wir nicht, wer was wie verkauft hat oder welche Produktkategorie sich da gut verkauft hat. Also, wie Dirk Schumanns hier formuliert, Aktionäre sollen möglichst dumm sterben. Die sollen also nicht wissen, was da passiert. Das ist eine Blackbox und das ist so ein bisschen typisch für den amerikanischen Aktienmarkt, diese Geschichte mit dem Impfstoff von Moderna, wo praktisch ein Bereicherungskarussell ist der entsprechenden Führungsriege in diesem Konzern.
der hier praktisch dann Hoffnungsmeldungen rausgibt, dann nachbörslich noch ein paar Aktien platziert für 1,25 Milliarden Dollar. Und am nächsten Tag wird die ganze Story auseinandergerufen, dass es kracht. Also da ist natürlich der eine oder andere Ponzi-Anhänger da durchaus der Fall an der Wall Street. Aber schauen wir uns jetzt mal ein anderes Thema an, das immer mehr hochkocht, wird in deutschen Medien kaum erwähnt. Aber China droht jetzt den USA mit deutlichen Rachemaßnahmen oder Gegenmaßnahmen. Da sagt man hier, das wird den USA und auch Thailand, nicht Thailand, sondern Taiwan wehtun. Was ist da passiert? Was ist da los? Anlass ist unter anderem ein Tweet von Außenminister Pompeo, dem amerikanischen Außenminister, der der Ministerpräsidentin Taiwans zum zweiten Amtsgang, die ist praktisch jetzt wiedergewählt worden, hat jetzt ihre zweite Amtszeit angetreten, gratuliert hat und gesagt hat, ja, das ist doch eine wunderbare Geschichte. Und diese Präsidentin, Ministerpräsidentin, hat die Auffassung, diese Ein-China-Politik, die bisher der Fall war, die müsse aufhören. Taiwan ist ein eigener Staat, das passt dann den Chinesen überhaupt nicht, für die das praktisch ein rotes Tuch ist, die sagen, das ist China. Man akzeptiert, dass das irgendwie nicht wirklich der Fall ist, aber eine wirkliche Unabhängigkeit, eine formale Unabhängigkeit, die auch von den Amerikanern anerkannt wird, und das ist seit Nixon ja der Fall oder nicht der Fall, da hat Nixon ja diese Ein-China-Politik dezidiert in Gang gesetzt, um eine Annäherung an die Chinesen zu erreichen. Das ist jetzt das, was hochkocht, und wir sehen, dass auch Donald Trump wieder richtig auf China draufklopft. Also die Spannungen, die verschärfen sich jetzt. Hier sagt man, die Inkompetenz von China hat dafür gesorgt, dass das Virus so global sich ausbreiten konnte. Und das wird dann gekontert wiederum von chinesischen Offiziellen, die sagen, das ist totaler Unsinn, das ist totale Inkompetenz seitens des US-Präsidenten. Also diese Geschichte, die verschärft sich. Das ganze Thema wird uns noch beschäftigen. Das wird sozusagen hochkochen, dann vor allem im zweiten Halbjahr zur Wahl von Donald Trump hin. Da bin ich mal gespannt, ob die Chinesen da das eine oder andere tun. Jedenfalls sehen wir, dass die Rohstoffe nach wie vor massiv unter Druck sind, um jetzt mal die Brücke wieder zu schlagen, auch zu den Aktienmärkten. Wir sehen also keine wirkliche Erholung im Rohstoffsektor. Und das ist erstaunlich, wenn doch eigentlich die Hoffnung auf ein Ende des Lockdowns da ist. Wenn doch eigentlich alles schick ist, die Notenbanken Geld reinpumpen, dann müssten die Rohstoffe, die ja nicht beliebig vermehrbar sind, eigentlich wirklich nach oben schießen. Das tun sie aber nicht. Möglicherweise misstraut man da eben diesen optimistischen Konjunkturaussichten, die die Aktienmärkte zeichnen. Das wollte ich eigentlich vorher zeigen. Das ist die Straße von Taiwan, dass Sie das auch mal gesehen haben. Gehört noch zu dieser Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Da sind die Amerikaner fröhlich mit Kriegsschiffen durchgefahren und da sehen wir die Städte Fuzhou, Xiamen und Shenzhen. Da stehen alle Militärbastionen Chinas, die dann direkt Richtung Taiwan bewegt werden könnten. Also diese ganze Geschichte, die wird uns bald noch sehr stark beschäftigen. Obwohl die Chinesen durchaus mehr Landwirtschaftsgüter kaufen im Rahmen dieses Phase-1-Deals, den man da geschlossen hat. Sojabohnen, verschiedene andere Landwirtschaftsprodukte werden deutlich mehr gekauft. Also sie tun schon ein bisschen was. Sie halten sich schon im Ansatz zumindest an diesen Deal, den man da geschlossen hat. Und interessant auch folgende Grafik, die zeigt, wie steht es eigentlich mit dem Verhältnis zum Beispiel der Amerikaner zu Deutschland. Was ist wichtiger, Deutschland oder China? Dann sagen die Amerikaner praktisch ziemlich ausgewogen 44% China, die Deutschen 43%. Also die Deutschen sind durchaus hier von Gewicht, haben an Gewicht gewonnen in dem letzten Jahr, während die Deutschen praktisch vorher sehr klar der Auffassung waren, dass USA wichtiger ist mit 50%. Letztes Jahr haben nur 24% gesagt, ja, also China könnte wichtiger werden. Jetzt sagen 37% USA und 36% China. Also auch in der Wahrnehmung der Deutschen hat sich da was geändert. Apropos Deutsche, wir sehen, dass Deutschland in Sachen Auflockerung des Lockdowns wohl am weitesten ist. Hier zum Beispiel eine Grafik, die zeigt, dass andernorts Restaurantbesuche praktisch doch total da niederliegen. Aber diese gestrichelte Linie, die Sie hier rechts sehen, die geht nach oben. Das sind die Restaurantbesuche in Deutschland. Da passiert also etwas. Das merkt man ja auch selber auch im Alltag teilweise, dass die Leute irgendwie schon ziemlich befreit sind, irgendwie so in diesem Sommermodus sind ein bisschen und sagen, hey, mit diesem Coronavirus, das ist doch eigentlich ein Thema von gestern. Schauen wir uns mal an, was die Märkte derzeit spielen. Wir sehen hier den Nasdaq 100, der auf 9.500 Punkte gestiegen ist. Dann ging es ein bisschen runter. Aber schauen wir uns mal eben diesen
Leitindex an, den S&P 500, der schon über 2980 war in diesem Bereich, dann aber ein bisschen runtergekommen ist. Alles noch nicht dramatisch, aber man sieht, es wird jetzt langsam enger, die Luft wird ein bisschen enger. Wie gesagt, da sind schon sehr viele Player, sehr viele Investoren sind schon drin. Wo sollen die eigentlich noch kaufen oder wer soll noch kaufen? Aber es gibt eben dann Potenzial auch für Verkäufe, wenn diejenigen, die auf Gewinn sitzen, dann sagen, okay, könnte ich mal rausgehen. Der DAX hat heute die 11.200er Marke überwunden, ist jetzt knapp drunter. Crude Oil kann weiter zulegen, wenngleich nicht jetzt bombastisch, nachdem die Lagerbestände um über 5 Millionen Barrel überraschenderweise gefallen sind, ist Öl schnell nach oben geschossen, kann diese Gewinne aber nicht halten. Was macht der Euro-Dollar? Der hält sich in Sichtweite der 1,10, die heute schon mal fast erreicht worden war. Wir sehen also Dollarschwäche auf breiter Front. Das zumindest ist nicht so schlecht für die Märkte. Also jetzt wird es langsam interessant. Jetzt hat man die kleinen Investoren in den Markt gezogen. Die Profi-Investoren sind long mit der Kotztüte unter dem Tisch, aber sie sind long. Die kleinen Investoren sind sowieso long. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es die US-Indizes schaffen, aus dem Nichts nochmal eine Rallye zu zaubern, weil eben Impfstoff oder weil Notenbanken oder Lockdown oder was einem halt so einfallen kann, um die Märkte nach oben zu drehen. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao. Morgen habe ich mir vorgenommen, trotz Feiertag einen Videoausblick zu machen und ich bin optimistisch, dass mir das auch gelingen wird. Ich sage für euch Servus und Ciao.